Hey meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein Make-up-Tutorial zeigen und zwar das aus meinem letzten Video. Einige von euch hatten gefragt, ob ich ein Video dazu drehen kann und nun ist es hier. Dann sage ich auch, lasst uns auch gleich anfangen. Für diesen Look brauchen wir auf jeden Fall eine Base, weil ich nicht mit einer richtigen Lidschattenfarbe arbeite und ich habe mich für den von MAC entschieden, den Paint Pot, und zwar in der Farbe Painterly. Die Base trage ich mit einem ganz normalen Concealer-Pinsel auf und verteile das Ganze auf meinem beweglichen Lid. Wie ich eben schon gesagt habe, ich benutze keinen richtigen Lidschatten, sondern nehme den Mineralized Skin Finish von MAC in Soft und Gentle und trage das Ganze mit einem ganz normalen Lidschattenpinsel auf meinem ganzen beweglichen Lid. Um meinem Auge mehr Dimension zu verleihen, nehme ich die Farbe Tease von der Naked 2 Palette und einen Blending Brush und gebe das Ganze in meine Lidfalte. Als nächstes nehme ich einen Kohl Kajal und zwar ist dieser von MAC in Smolder. Ich habe mich für den entschieden, weil der sehr weich ist und super einfach zu verteilen. Und mit diesem Stift ziehe ich mir jetzt einfach einen Lidstrich. Um den Lidstrich zu verfeinern, nehme ich einen herkömmlichen Lidschattenapplikator und verteile meinen Lidstrich, damit das Ganze etwas schöner ausschaut. Um den Lidstrich zu intensivieren, nehme ich einen flachen Lidschattenpinsel mit einer mattschwarzen Lidschattenfarbe und gebe das Ganze auf meinen Lidstrich. Nun gebe ich mir dieselbe matte Farbe mit demselben Pinsel auf meinen unteren Wimpernkranz. Um das Schwarz an meinen unteren Wimpernkranz aufzulockern, nehme ich eine mattbraune Lidschattenfarbe und gebe das Ganze nochmal da drauf. Weiter geht's mit meinem Kohlkajal, die ich mir jetzt auf meine Wasserlinie auftrage. Der letzte Schritt für diesen Look ist nur noch Mascara. Das, meine Lieben, ist der Look. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst es mich wie immer in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video mit euch und ciao.